Entering Monopoly. So, wir kläffen uns auf Map 3. 92 Gegner, ein Secret. Auf jeden Fall ein bisschen kleiner. Ich erkenne doch direkt schon die Plutonia-Dinger hier. Ja. So. Wunderbar. Zack, 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 zack. Kriegen direkt eine Schrotflinte. Das freut mich sehr, sehr stark. Okay, wir haben verschiedene Dinge hier. Zack, zack. So, mal gucken. Eine große Schrotflintenbox. Also an Munition mangelt es uns nicht. Interessant auch designt, so finde ich gerade. Also das hier ist, wie nennt man das, ein bisschen mehr auf Doom Cute gemacht, was ja immer bedeutet, wenn man innerhalb der Vanilla Limits mehr oder weniger versucht, Dinge oder halt realistischer aussehende Sachen zu rekreieren. Auf jeden Fall soll sich das Ganze hier, glaube ich, zumindest wie so eine Art Mine anfühlen. Hat man auf jeden Fall doch ganz okay hinbekommen, oder nicht? So, hier kriegen wir eine Karte. Zumindest der eine Bereich. Zumindest der Bereich sah ein bisschen danach aus. Mal gucken, ob das noch weiter so geführt wird oder eher nicht. Ich finde es auch interessant, die Mucke animiert einen halt irgendwie richtig zum Schnellspielen, finde ich. Sie geht auch ab, muss man sagen. Ist eine coole, ist eine sehr coole MIDI. Frag mich, was der Origin der MIDI ist. Ob es von einem Spiel ist, ob es Eigenkreation ist, ein Song. Werde ich vielleicht mir anschauen. So, okay. Ich glaube, damit, da wird es mit dem Rübergehen noch ein bisschen schwierig, oder? Mal ganz kurz gucken. Mit so einem schönen, geschickten Strafe kriegen wir das doch bestimmt hin, oder nicht? Ach, come on. Das geht doch bestimmt. Oder vielleicht von ganz oben. Yes. Haha. Yippie. Okay. Also rüber kommen wir hier nicht, aber wir können ja mal gucken, ob wir unten lang können. Tatsächlich, es tut nicht mal weh hier. Man ist so nett. So, okay. Mankubus. Zwei Mankubi. Okay. Dann machen wir den einen mal hier schnell weg. Perfekt. Und jetzt dich. Sehr kooperativ mit dem sich nicht verteidigen. Das appreciate ich. Ist in Ordnung, dass du ein bisschen mehr Schüsse brauchst, weil wir haben hier glücklicherweise eine große Box noch. Okay. Holy shit, hatte ich jetzt Glück. Ich habe gedacht, dass hier, ich habe es irgendwie falsch gesehen. Ich habe gedacht, hier könnte ich mich hinter der Wand verstecken, dass es hier noch so leicht reingeht, und habe darauf gesetzt. Und dann war da nichts und ich dachte mir schon so, oh scheiße, es wird jetzt wehtun. Aber dann hat er wirklich jedes Mal geflincht. Das war eine glückliche Situation für mich. Ach du Scheiße, direkt zwei von eurer Sorte. So, ich glaube mal, dich werde ich hier einfach mit der Chain Gun aus Korn nehmen. Dann kannst du dich nämlich gar nicht verteidigen. Sehr gemein. Und du bist in der Zeit nämlich schön praktisch zu mir gekommen, wie ich das gehofft hatte. So. Okay, zack, zack, zack.
sind da von dem anderen Pain Elemental und haben es keine Lost Souls überlebt. Krass. Hallo. Gemein, oder? Du hattest vorgehabt, mich zu überraschen. Und jetzt habe ich dich überrascht. Ist die Welt nicht manchmal witzig, Kako? Ich würde sagen, ja. So, von hier kommen wir, glaube ich, nirgends noch speziell hin. Erst wenn wir die gelbe Karte haben. Okay. So, zack, zack. Aha. Ach du Scheiße, ey. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wo wir hier rauskommen. Bei einer roten. Was mich schon ein bisschen wundert. Aber, naja, wahrscheinlich werden wir die auch noch brauchen. So, jetzt können wir da runter. Wir können aber auch einfach, glaube ich... wartet mal. Ich sehe was auf der Map. Das macht mich stutzig. Ich möchte nachschauen gehen. Hui, ah. So. Ah, das war das hier, okay. Sah auf der Map irgendwie so aus, als könnte man da vielleicht irgendwo nochmal reingehen, aber nee. Wo man ist hier ja relativ angenehm schnell wieder. An den Orten. Ich möchte ganz kurz noch was nachschauen, bevor ich hier endgültig verschwinde. Bringt es was hier, sich drumherum zu begeben? Kein Secret hier oder so, ne? Auf der anderen Seite, maybe. Irgendwas. Sieht nicht da noch aus, ne, ne. Hätte ja sein können. Nichts unversucht lassen. So, dann schauen wir mal hier rein. Perfekt. Okay, also das hat mir jetzt sehr viel Ausrüstung gegeben, aber... das hat mir jetzt noch nicht irgendwie... ich sehe auch noch eine Sache auf der Map. Aber... die Tür habe ich eigentlich überprüft. Die konnte man zumindest nicht so einfach öffnen. Also außer sie wurde jetzt geöffnet dadurch, dass ich da hinten reingegangen bin. Das kann natürlich auch immer sein. Oder vielleicht sogar ein Scherzsektor. Nee, die ist zu. Aber man kann durchgucken. Frech. Naja. Anklopfen hat auch nichts gebracht. Hätte ja sein können, ne? Theoretisch kann ein Gegner dahinter stehen, der dann alarmiert wird und mir die Tür öffnet. Weiß man ja auch nie. Aber das wird vermutlich das Secret sein da hinten. Aber ja, klar, die rote, die habe ich jetzt schon komplett vergessen. Zack, zack. So, mal gucken. Da wartet er da drin. Oh. Okay, das ist das Secret. Interessant. Interessant. Also, das sind auf jeden Fall Dinge, mit denen ich jetzt nicht gerechnet hätte. So, Blue Skull, aha, okay. Und hier dann noch die Yellow Card. Man hat hier also tatsächlich mehrere Karten. So, wir haben viel Chain Gun Muni. Deswegen wird das hier so erledigt. Das ist ein Exit. Was wir vermutlich nicht öffnen können werden. Ja, ja. Okay. Sehr schön.
Schade, dass ihr nicht mehr so schön gruppiert seid. Naja. Haha. Okay, dann zack. Dann ab zurück zur gelben Tür. Ja, das hier wird mich auch noch irgendwo hinbringen, dann. Bin ich auch schon gespannt, wo ich da rauskommen werde. Das Level ist erstaunlich groß, wenn man die Gegnerzahl bedenkt. Au. War nicht schlimm, wir haben ja die Dings bekommen. Die Supercharge, das heißt, wir können uns ja relativ viel noch rausnehmen insgesamt. So, einmal das. Hallo. Der hat absolut keinen Bock. Der hatte schon mehr Bock. Letzter Gegner fast. Okay. Aha. Dankeschön. Ein Gegner fehlt noch. Dann gucken wir mal, ob der hier ist. Ne. Na gut, komm. Machen wir das hier so schnell. Nehme ich mal schwer an, diese eine halb geöffnete Tür wird wahrscheinlich auch nur Deko sein. Warte mal, ich muss doch hier durch, oder? Um zum Exit zu kommen. Yes. Und zack. Ja, interessantes Level tatsächlich. Ich würde sagen, dass hier und da das Gegnerplacement bisschen besser hätte sein können. Es war jetzt nicht schlecht in irgendeiner Form, aber hier und da wirkten Gegner ein bisschen ja, unbeholfen platziert, sagen wir es mal so. Nicht unbedingt auf eine allzu schlechte Weise, aber halt auch nicht auf eine zu 100% durchdachte Weise. Es war halt auch ein echt großes Level dafür, dass es doch nur 92 Gegner hatte. Wenn man überlegt, ich habe jetzt fast so viel Zeit für dieses Level gebraucht wie fürs letzte und da waren mehr als doppelt so viele Gegner drin. Das ist schon krass. I guess, das hätte ich wahrscheinlich dann ein bisschen, wie soll man es ausdrücken? Ich hätte ein bisschen mehr Mid-Tier-Gegner noch reingeballert, aber dafür auch einen Rocket Launcher schon viel früher gegeben und auch ein bisschen Munition dafür, sodass das ganze Level sich ein bisschen actionlastiger, aber gleichzeitig auch trotzdem flotter spielt, falls es Sinn ergibt. Weil ich glaube, das hätte dem Level ganz gut getan und hätte das dann auch ein bisschen cooler noch gemacht. Aber insgesamt war es trotzdem cool. Also kann man sich jetzt nicht wirklich allzu sehr beschweren. Ist jetzt Meckern auf hohem Niveau oder so, I guess. Aber ja. Trotzdem eine spaßige Map. Definitiv. Aber gut, würde ich mal sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.